Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Abgecheckt-Video. Heute teste ich wieder live Produkte mit euch vor der Kamera, die ich entdeckt habe. Wir lieben es zu konturieren und zu highlighten. Und es gibt alle möglichen Sachen, Puder, Cremes etc. Aber ich habe hier so zwei sehr interessante Dinge in der Drogerie gefunden. Highlighter, Bronzer und Kontur in einem Stift drin. Und einmal Highlighter und Bronzer Blättchen. Wir werden jetzt diese zwei Produkte mal abchecken. Wenn euch das Format gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Also bleibt jetzt dran, um zu sehen, wie die sind. Als erstes nehme ich mir das vor, und zwar das P2 Sunshine Goddess Sublime Modeling Contour and Bronzer Stick. Ist halt wie so ein Prittstift in der Art. Kann man herausdrehen und da sind drei Farben. Einmal so eine Highlighterfarbe, eine Kontur, ein Bronzer. Finde ich voll interessant. Wenn das so funktioniert, wie man es sich vorstellt, dann wäre das natürlich genial, weil man in einem Schritt alles hat. Schauen wir einfach mal. Ich setze das jetzt hier an. Anhaltspunkt bei mir ist natürlich hier, man kann auch diesen Fisch, das Fischgesicht machen. Da, wo einfach die Wange so einfällt, da sollte der Strich aufhören oder anfangen. Sieht schon mal geil aus. Sieht so ein bisschen aus wie Länderspiel. Keine Ahnung, was für ein Land das aber sein soll. Es ist kein Schimmer drin, es sind matte Farben. Die Farbnuancen sind ganz toll eigentlich. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt verblenden soll. Ich glaube, ich nehme jetzt hier einfach den Pinsel dazu und fange mit dem Hellen an und gehe dann ins Dunkle, sonst vermischt sich das unschön. Jetzt habe ich es soweit verblendet. Es ist sehr subtil. Gehe ich einfach nochmal drüber, um zu sehen, inwieweit man es aufbauen kann. Das ist das Coole, dass man mit dem Hellen oder mit dem Dunklen nochmal gezielter auftragen kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt nur diesen Strich machen, man kann es auch ein bisschen dicker machen. Ich nehme auch mal das Helle und fahre den Nasenrücken runter für ein bisschen Highlight. Und vielleicht auch hier sowas. Und jetzt nochmal verblenden. Also das Produkt ist sehr cremig, trocknet aber pudrig. Und ich sehe jetzt ziemlich hell aus. Vielleicht mache ich sogar die Kontur auf der Nase mit dem dunklen Teil. Ich hätte gern das, den kühleren Ton am Ende, damit man das als Kontur verwenden kann und nicht unbedingt den Bronzer, weil das dann zu warm wirkt. Also nochmal zum Unterschied, hier ist konturiert, auch die Nase ist konturiert und gehighlightet. Diese Seite ist frei. Seht ihr vielleicht ein bisschen einen kleinen Unterschied. Allerdings liegt es sehr unschön auf der Haut. Es sieht sehr gecaked aus, also sehr zugespachtelt, finde ich. Gerade auf der Nase sieht es besonders so aus. Also im Wangenbereich geht es noch, aber auf der Nase ist es nicht so schön. Außerdem betont es nochmal sehr unschön meine eh zu großen Poren. Und ja, die sind jetzt einfach zu mit dem Zeug, mit dem Highlighter. Für den netten Versuch würde ich sagen, 2 Peachy Pies. Also die Idee ist cool, die Farbe ist auch sehr schön. Ihr seht, es harmoniert auch mit meinem Hautton und man kann es aufbauen. Wenn ich mich jetzt im Bildschirm betrachte, sieht es eigentlich ganz gut aus. Von der Nasenkontur allerdings in Real Life sieht es anders aus. Man sieht doch die Poren sehr vergrößert und das, man sieht, dass da einfach Make-up drauf liegt. Es geht nicht so schön über. Es sieht sehr zugespachtelt aus, auch im Wangenbereich. Zwar nicht so sehr wie auf der Nase, da geht es noch eher. Aber man sieht es doch und das ist einfach nicht so der Look, den ich so gerne mag. Von daher, ja, leider nur das Ergebnis. Kommen wir nun zum zweiten Highlighter- und Bronzer-Produkt. Und zwar ist das, Moment, ich pack mal aus. Sowas habe ich zuvor noch nie gesehen und ich fand das so genial, dass ich das unbedingt mal ausprobieren wollte. Das ist einfach richtiges Papier. Man kennt es als normale Blotting Paper, um zum Beispiel die T-Zone vom überschüssigen Öl zu befreien. Das ist nichts Neues, aber dass sie eben farblich sind als Bronzer und als Highlighter ist mir neu und da bin ich total gespannt drauf. Ich habe zwar sowas ähnliches schon mal gesehen, ich glaube in der asiatischen Kosmetik als Blush, sowas habe ich schon mal gesehen, aber eben das hier, da bin ich echt gespannt. Ich schnappe mir mal ein Bronzerblättchen. Okay, hier ist das Blättchen. Ich werde das mal... Ich muss immer erstmal dran riechen. Ich muss immer an allem erstmal dran riechen. Ich weiß nicht genau, wie man es am besten hält. Keine Ahnung. Dass man auch gezielt auftragen kann. Ich halte es jetzt einfach mal so. Oh. Also dann kommt schon
Dickfarbe runter, ne? Muss ein bisschen aufpassen. Also es, momentan wird es ein bisschen fleckig. Ich gehe jetzt mal richtig so den Haaransatz entlang. Das ist so blöd zum Halten. Ich weiß nicht, wie man es am besten hält. Vielleicht so. Okay, ich glaube, das reicht. Die Nase ein bisschen konturieren. Ein bisschen ist gut, ne? Ich habe ganz zart nur gedrückt. Bäm! Okay, so seht ihr schon mal einfach die Farbe. Die Farbe gefällt mir sehr gut. Jetzt sehen wir, es ist ziemlich krass und sehr fleckig und also es ist sehr dunkel, sehr pigmentiert, sehr fleckig, weil der Auftrag schwierig war. Ich weiß nicht, wie man es am besten hält. Meine Finger sind auch gleich konturiert. Ja, ich glaube, ich würde jetzt einfach einen Pinsel nehmen, um das nochmal ein bisschen zu verblenden. Je mehr Make-up bzw. je mehr Kontur sieht halt in der Kamera gut aus, so. Aber ihr müsst mir jetzt vertrauen, wenn ich sage in real life, ja, okay? Weil das ist nochmal anders einfach. Aber mir gefällt es ganz gut. Also es lässt sich sehr gut verblenden. Sieht sehr schön aus. Mal sehen auf der Nase. War ein bisschen sehr viel, ne? Aber ich habe ganz leicht gemacht. Es kam schon sehr viel raus. Okay, ich finde, es ist zu viel jetzt geworden. Ich gehe ein bisschen mit meinem Beauty Blender hier entlang. So seht ihr schon mal das Ergebnis von der einen Hälfte hier. Konturiert, Nase und die Hälfte ist frei. Man sieht einen guten Unterschied und mir gefällt das Ergebnis sehr, sehr gut, muss ich sagen. Sehr schöner Bronzer, toller Ton auch, sehr schön warm. Es hat so einen leichten Schimmer drin, aber nicht zu sehr, also wirklich so einen subtilen Schimmer, so ähnlich wie es, wie man es kennt bei NARS Laguna. Es hat auch so einen leichten Schimmer drin, der, den man nicht so auf der Haut bemerkt, aber der einfach das gewisse etwas noch mit sich bringt. Bin bisher auf jeden Fall beeindruckt. Jetzt schauen wir nochmal, wie der Highlighter funktioniert. Da reiße ich auch mal ein Blättchen ab. Oh, und da kommt schon sehr viel runter. Das ist halt so ein bisschen das Ding, ne? Highlighten, ihr wisst, an den höchsten Stellen im Gesicht. Das heißt hier den Wangenknochen entlang. Oh, das ist auch schon ganz schön viel. Und die Nase runter. Ich mache auch das hier wieder. So, das sind jetzt die Stellen und die Finger sind wieder voll. Um es noch sauberer hinzubekommen, könnte man auch das Blättchen nehmen, einen Pinsel darin. Ne? Ja, das geht auch. Der Highlighter ist von der Farbe her wirklich sehr schön. Bisschen gelblich-beige mit so einem Perlschimmer. Also kein Glitzer oder sowas, sondern wirklich nur so ein... Sieht echt schön aus, also wirklich... Also gefällt mir sehr gut. Sehr schön, sieht sehr natürlich aus. Und apropos echt, auch im echten Leben wirkt es echt ganz gut. Also wirklich die Farbe und auch wie das sich mit der Haut verbindet, das sitzt eben nicht nur so oben drauf, sieht sehr natürlich aus. Gefällt mir sehr gut. Hier nochmal ein Close-up für euch. Jetzt mal ein Vergleich, die beiden Seiten, also wie gesagt, diese Seite ist konturiert, die Nase auch gehighlightet, die Seite ist frei. Es sieht sehr schön aus, sehr natürlich, nicht zu stark, also es ist so, wie ich mich auch persönlich schminke und schminken würde. Ich würde echt sagen, 5 Peach Pies dafür. Mich hat es sehr beeindruckt, die Handhabung war etwas schwer und etwas messy, wie man sieht, meine Finger sind voll. aber ich denke, das wird auch ganz gut gehen mit einem Pinsel. Also die Farbnuancen gefallen mir auch total gut. Man kann es aufbauen, man muss aufpassen, dass der Bronzer ist sehr pigmentiert. Man braucht gar nicht so viel. Man muss nicht das komplette Blättchen benutzen, man könnte auch nur die Hälfte nehmen oder so, um ein bisschen zu sparen. Ich finde das eine coole Sache auch generell zum Verreisen, wenn man zum Beispiel Angst hat, dass der Puder zerbricht, weil das passiert oft. Oh mein Gott, es ist so oft passiert. Mein liebster Highlighter zum Beispiel ist zerbrochen. Also ich war am Boden zerstört, vor allem den gibt es auch nicht mehr. Um das zu vermeiden, ist sowas echt ganz cool mitzunehmen. Aber ich denke, ich werde das auch so jetzt verwenden. Also jetzt nicht nur zur Reise. Also es ist wirklich cool, gefällt mir sehr gut. Ich hätte gerne diese Nuancen, aber trotzdem als Puderform. Auf jeden Fall hat es mich sehr beeindruckt. Es ist viel besser als erwartet und gedacht. Vor allem auch die Farben. Mir gefällt das Ergebnis sehr gut. Too Faced sagt jetzt tschüss. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß bei diesem Abgecheckt.
Wenn dem so ist, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und schreibt mir auch, was ich als nächstes ausprobieren soll. Was habt ihr irgendwie entdeckt oder so, was ich ausprobieren sollte, euch zeigen sollte im Live-Test. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Das ist natürlich ganz cool, das freut mich. Abonniert meinen Kanal, falls ihr nämlich das noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr auch kein neues Video von mir, denn hier gibt es 3 Videos die Woche. Yay! Also ganz viel anzuschauen. Ihr könnt auch jetzt noch in mein letztes Video reinklicken. Das verlinke ich euch hier, wie auch in der Infobox nochmal. Falls ihr das nämlich verpasst habt, da jetzt reinschalten. Da mache ich die 20 Euro Make-up Challenge. Schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß, das ist so ein Oldschool-Tag, aber sehr cool gewesen. Ich habe mich herausgefordert und ob ich es geschafft habe und wie der Look geworden ist, seht ihr dann hier in diesem Video. Also da jetzt reinklicken, falls ihr mehr sehen wollt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Bis dann. Tschüss.